Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sterben am Stück. Heute nochmal Duck House Modifier. Ich wollte gerade gucken, was ich für Perks mit habe. Gut, wir stehen dann am Schrank, wir haben Vorwarnung, niemand wird zurückgelassen. Oh! Okay, der war oben. Es klang wie ein Oni. Oh, holy fuck, der hat mich gesehen, oder? Okay. Er hat mich nicht gesehen? Holy fuck. Wie kann der mich nicht gesehen haben? Wie geht das? Wie ist das möglich? Wirklich? Wie ist das möglich? Wie kann man so viel Glück haben, Alter? Aber es ist halt wirklich so, ne? Manchmal, man versteckt sich und die laufen instant an einem vorbei. Und wenn man hocken bleibt, kriegen die das nicht mit. Die kriegen dich meistens erst mit, wenn du losrennst. Es ist halt einfach so. Aber das war jetzt gerade wirklich mehr Glück als Verstand hier. Holy shit. Und Sarina hat Nomaida abbekommen, die Arme. Da wäre die Runde für mich gleich gelaufen. Sag ich jetzt, und nächste Runde kriege ich Nomaida, ne? Okay. Jetzt kommt er her, geht er hoch. Geht Bill retten. Ist am Haken. Er ist oben. Okay, Bill ist am Haken. Oh, er lag halt in der Palette, ne? Oh, hi! Du kamst von da. Das ist ja jetzt wirklich doof gelaufen hier. Das spawnt auf einmal eine Krähe. Auf einmal gespawnt. Und auf einmal da. Die mich hängen lassen. Ich habe noch nicht wirklich irgendwas gemacht, die Runde, ne? Ich hätte mich woanders verstecken wollen. Uni böse. Jetzt mal ernsthaft. Vorwarnung bringt doch einfach überhaupt nichts, oder? Also es gibt so Perks, da verstehe ich den Sinn einfach nicht. Ja, schön. Jetzt habe ich ein Signal, dass er in meine Richtung geschaut hat. Okay, wir let's poppen. Yeah.
er mich gesehen? Uiuiuiuiui. Den hatte noch Gelina. Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er jetzt mir hinterher ist oder. Es ist so verdammt ätzend, wenn du dich nicht heilen kannst mit dem. Sarina, kannst du mich kurz anfassen? Katharina ist das recht am Arsch, ne? Die verliert ja die komplette Runde hier Blutbobbles ohne Ende. Das ist gemein, mit einem Oni einen No-Miler zu geben. Uni ist halt gefühlt einfach überall. Mist. Sarina, für dich. Wir machen diesen Gen jetzt für dich. Nancy ist richtig gut. Bin echt ein Schissi-Spieler mit dem Oni, ne?
Das macht mich nervös. Für Nancy. Was, man nennt sie da hinten? Okay. Wo ist jetzt noch ein Generator? Ich weiß nicht, wo noch ein Generator ist. Hier. Ja, das, was Nancy durchgehalten hat, schaffe ich jetzt halt nicht, ne? Ich weiß halt nicht, was Nancy für Perks hat. Oh, come on. Das ich hab gezogen. Verdammt mich. Oh Gott, Nancy, der hat dich gesehen. Der hat dich sowas von gesehen, Nancy. Verdammt. Ja, bleib hier, bleib hier. Nancy, nein, 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 Nancy. Dieser blöde Balken fühlt sich einfach viel, viel zu langsam. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Will sie mich retten, will sie mich nicht retten? Ich bin mir unsicher. Der ist hier, Nancy. Alles gut. Wenn ich Glück habe, kann ich springen. No, Nancy. Wieder komplett in die Fresse, ne? Kenn mich doch. Oh shit, hier ist die Sackgasse. Ja, er ist wieder bei mir. Hui! Egal. Ich bin jetzt so weit weggegangen von Nancy, wie es geht. Ich hasse diese Spiele, wirklich. Ich hätte mich jetzt einfach aufhängen können. Ja, warte, 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 warte. Ja, warte! Yeah.
Fuck my life. Was glotzt der denn auch da? Okay, Nancy, ich gehe jetzt wieder hoch, weil du wolltest ja offensichtlich nach unten. Ach, come on. Dieses Spiel ist doch lächerlich. Nein, Nancy, lass es. Nein, Nancy, nein. Nancy, lass mich ausbluten. Ich hab da keinen Bock drauf. Nein. Mich lieber ausbluten lassen. Macht doch so keinen Sinn. Nancy hat es verdient, rauszukommen. Bleib mal hier liegen. Dieses Geslagge dann immer zum Ende, das geht mir halt hart auf die Nerven. Sieht uns in den Blutbubbles, ich schwör's euch. Keine Ahnung, wo der Generator ist, wo Nancy dran war. Keine Ahnung. Spielt ihr eigentlich mit dem Herz? Also man kann sich ja, falls man gehörgeschädigt ist oder keinen Ton hat oder so, kann man sich ja so ein Herz einblenden lassen für den Terrorradius. Ach, come on, was kommst du denn jetzt? Oh Gott, Nancy! Was ist denn? Will Nancy mich jetzt verkaufen oder beschützen? Ich bin mir unsicher. Kein Bock mehr auf die Runde, wirklich. Die ist anstrengend, die zieht sich. Nancy gibt alles und ich fühle mich so doof. Warum springt Nancy für mich in die Bresche? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht mal meinen Gen fertig machen. Huh?
Oh, Nancy! Weißt du, ich habe mich von dir die ganze Zeit retten lassen. Und wenn ich versuche, sie zu retten, lässt sie sich sterben. What the fuck? Och Mann, dann gönn mir doch wenigstens Hilfe. Das ist gemein. Why? Warum hat sie nicht Hilfe gegönnt? Mann, sie hätte es doch sowas von verdient, rauszukommen. Es tut mir jetzt voll leid. Doofes Spiel. Mag nicht mehr. Diese Runde war lang. Diese Runde war verdammt anstrengend. Also, ich weiß auch nicht, ne? Nancy war voll gut in der Runde. Mich nervt's, dass er mich nicht aufgehangen hat am Ende. Und mir fällt ein, ich habe am Dienstag in der Folge schon wieder vergessen, was er für Perks mit hatte. Zu gucken. Grausame Grenzen. Okay. Ruf der See. Okay. Okay. Nicht geboren. Aha. Ja, gut. Lief jetzt nicht so optimal. Wir sehen uns dann gleich in Runde 2. So. Neue Runde. Neues Glück. Und ich bin mit der Lori unterwegs. Und warum habe ich... keine Verzerrung dabei. Ich weiß nicht, ob der tödliche Verfolger hat. Oh Gott. Willi, ne? So wie die Säge klingt. Okay, ich bin in irgendeiner Map-Ecke. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Hat mir jetzt den Tempel das Haus? I don't know. Ich bin in irgendeiner Map-Ecke auf jeden Fall so. Und ich habe mich bei Loris Perks für Entscheidungsschlag entschieden. War für mich noch irgendwie am sinnvollsten. Aber das ist ja gleich hier vorne. Wo ist der denn hin. Okay, der hat definitiv Barbecue. Das steht fest. Holy shit. Würde es gern von dem hier aus mir irgendwie wieder wegkommen. Uff. Also wie gesagt, er hat auf jeden Fall Barbecue. Das steht fest. Weil der war ja instant bei mir. Ich vermute mal, der hat auch Tüftler. Objekt der Besessenheit. Warum sieht er mich? Was hat er mit, dass der mich sieht? Weil der ist gezielt wieder auf mich gegangen, ne? Boah, ich habe einmal keine Verzerrung dabei, ne? Einmal nehme ich keine Verzerrung mit. Also irgendwas hatte der, dass der jetzt auf mich wieder geht. Ich weiß nicht, was... Also, come on, der ist straight zu mir. Kannst du mir doch nicht erzählen. Dass das jetzt purer Zufall war. Komm
come on. Was ist das für eine scheiß Runde? Ich würde wirklich aber interessieren, was der Killer hat, dass der straight ahead wieder zu mir gekommen ist. Krasse Scheiße. Was ist das denn? Cheatet der? Nein, der cheatet bestimmt nicht. Aber was hat der dabei, dass der mich sieht? Vergiss es. Verstärkung mit. Come on. Weg. Nee. Bloß nicht unterm Haken. Der kommt instantly zurück. Mit Barbecue. Oh, da ist er doch auch schon. Das gibt's doch nicht. Wie? What the hell? Ich geh jetzt mal hier in den Schrank. Er kann mich ja jetzt nicht sehen im Schrank. Wenn der jetzt wieder hierher kommt, dann ist irgendwas nicht ganz koscher. Schrankheilung wäre jetzt praktisch. Du Nea, der hat Barbecue und Chili, der weiß, dass du hier bist. Ich komme ja schon, Klödi, ich komme. Er hat von ihr abgelassen? Nee, doch nicht. Was ist das für eine scheiß Runde? Ich komme nicht dazu, mich mal irgendwie zu heilen, ne? Ich würde mich einfach ein einziges Mal jetzt gerne hochheilen hier. Hä? Hat er jetzt von Klödi auch wieder abgelassen? Warum? Raff ich nicht. Den raff ich wirklich gerade nicht. Der hat eine komische Spielweise, die verstehe ich nicht. Ah, er wird bei Nea das Tüftler-Signal gekriegt haben, ne? Schrank. Okay.
Jagt der Klödi oder jagt der Klödi nicht? Hä? Wie sind die jetzt darüber gekommen? Hä? Wie ist Klödi denn jetzt... Sieht mich jetzt so? Ich brauche einen Schrank. Okay, das war eine sehr merkwürdige Runde bis hierhin irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich geh schon mal in den Schrank. Wenigstens lässt er sie nicht liegen. Jetzt durchziehen und hoffen, dass er... Ja, kommt jetzt. Ja, hätte ich nicht losgelassen, wäre es jetzt so oder so nicht aufgekriegt. Ach, verdammt. Die Luke, hätte die Luke ein bisschen weiter weg sein müssen, eine Sekunde oder so hätte ich gebraucht. Ich hätte wegrennen sollen und wenn er dann in der Animation ist, wisst ihr? Ja, das war doof. Aber hätte ich jetzt versucht, die Grenztaktik zu machen, dafür waren die Ausgänge wieder einfach viel zu nah beieinander. Das ist schon gemein vom Spiel, wenn die Ausgänge immer so nah aneinander packen. Wie willst du denn da rauskommen? Vor allem mit einem Billy, der übelst schnell von A nach B kommt. Ja, gut. Das ist halt auch DVD und es gibt halt auch solche Runden und das war jetzt eine dumme Entscheidung am Ende. Aber hey, okay. That's it. So. War trotzdem irgendwie in allem eine komische Runde. Ich glaube, Glödi hat nicht verstanden, dass der Barbecue hatte. Der hatte doch Barbecue, oder? Weil wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, Barbecue. Tödlicher Verfolger, Pop Ghost the Weasel und Geiselhaken. Okay, der hatte keinen Tüftler. Okay. Ja gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.